Sie sind 1948 in Brake in Westfalen geboren. Sie haben Volkswirtschaft studiert. 1984 haben Sie die Professur an der LMU in München für Nationalökonomie übernommen. Wir sitzen hier im IFO-Institut in München im Garten. Sie sind Präsident hier. Und ich muss Sie fragen, 5 Jahre Finanzkrise haben wir hinter uns. Was erwartet uns jetzt noch? Wie katastrophal wird das alles? Darüber wollen wir sprechen. Professor Hans-Werner Sinn. Professor Hans-Werner Sinn, ich muss Sie mal fragen als Volkswirtschaftler. Wir haben jetzt 5 Jahre Finanzkrise. Die weitet sich immer weiter aus. Warum finden die Volkswirtschaftler keine Lösung? Ja, wir haben natürlich Lösungen, die darin bestehen, die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Und die mag auch keiner so richtig, nicht? Es ist so ein Durchwursteln, ein Verteilungskampf zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Die internationalen Anleger, die Südländer, Deutschland. Es geht um die Frage, wer jetzt diese riesigen Staatsschulden dieser Länder und auch private Schulden absichert. Die Papiere sind toxisch geworden. Man weiß, da wird nicht zurückgezahlt. Und irgendwer muss die Lasten übernehmen, die Abschreibungslasten. Und die, die jetzt die Papiere haben, wollen sich da gerne aus der Affäre ziehen. Und deswegen wollen sie, dass eine große Bad Bank in Luxemburg mit dem Namen ESM gegründet wird, was ja jetzt in der Ratifizierung ist. Sie wollen eine Bankenunion. Also sie wollen letztlich Systeme der Sozialisierung der Schulden in Europa, damit die noch starken Länder einstehen können für die Lasten, die die schwachen Länder nicht mehr tragen können. Aber jetzt fragt man sich als Laie, wenn das jetzt eine Krise ist, wie wir sie kaum jemals gehabt haben, vielleicht bei der Weltwirtschaftskrise, warum haben die Volkswirtschaftler, warum die Fachleute nicht vorher warnen können oder hat das keiner gehört? Sie haben natürlich gewarnt, also mit aller Intensität. Es gibt 170 Ökonomen, die damals bei der Einführung des Euro protestiert haben und da ein Schreiben verfasst haben an die Öffentlichkeit, wo sie gewarnt haben vor den Verwerfungen in aller Intensität, oder amerikanische Ökonomen wie Martin Feldstein, die also prognostiziert haben, dass der Euro gerade mal 20 Jahre maximal halten kann oder auch nur 10 und dann auseinanderbrechen wird. Oder Milton Friedman, Kapazitäten unseres Faches. Also die Ökonomenfront war ziemlich einhellig dagegen. Ich muss mich selber ein bisschen ausnehmen. Ich war damals noch zu jung und es war auch nicht so richtig mein Thema. Ich habe also da mich nicht sonderlich geäußert zu der Frage. Und ich fand den Euro auch immer toll, muss ich sagen, als normaler Staatsbürger für die europäische Integration. Aber die Warnungen waren da und man muss leider sagen, die Warner haben recht gekriegt. Wir kommen noch auf den Euro. Wenn wir jetzt mal die Finanzkrise nehmen, die wir seit 5 Jahren beobachten, die ja nun mal ein kleines Tal gehabt hat und jetzt wieder brennt quasi, dann ist das ja eine Finanzkrise, die wir eher den Amerikanern als Schuld anlasten. Ist das tatsächlich erstmal ein amerikanisches Problem gewesen, was übergeschwappt ist? Also einige Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt. In Amerika war das so, dass man also Sozialprogramme für die Bevölkerung gemacht hat, die sollten sich alle ein Haus kaufen können, obwohl sie das Geld dafür nicht hatten. Da hat man sich verschuldet in der Welt. Und in Südeuropa hat man sich auch sehr stark verschuldet. Also im Grunde ist es eine ganz ähnliche Problemlage, die wir in Amerika sehen und in Europa. Nur in Amerika brach die Sache eher zusammen. Und dann hatten unsere europäischen Banken Abschreibungsverluste und wurden nervös und zogen sich dann eben auch aus anderen riskanten Anlagen zurück, insbesondere den Anlagen in Südeuropa. Und das bedeutete dann die Krise. Diese südeuropäischen Länder hatten ja mit dem Euro einen großen Vorteil gekriegt. Die Zinsen fielen auf das deutsche Niveau. Und zwar schon vor der echten Einführung des Euro. Eigentlich seit dem Gipfel von Madrid im Dezember des Jahres 1995, als klar war, dass der Euro nun definitiv kommt und mit welchen Ländern er kommt. Und es war auch klar, wann die Wechselkurse unwiderruflich festgelegt werden würden. Das war nämlich im Mai 1998. Und in dieser Zeitspanne von Dezember 95 bis Mai 98 fielen die Zinsen der Südländer
auf das deutsche Niveau. Und das war der Grund für das, was wir heute hier in Europa als Chaos haben. Denn zunächst einmal bedeutete das, dass man sich ja billig verschulden konnte. Es war Geld für alles und jedes da. Es gab einen Bauboom in Spanien. In Griechenland hat der Staat über die Verhältnisse gelebt. Die Gehälter wurden erhöht. Und diese inflationäre Entwicklung hat die südlichen Länder zum Schluss ihrer Wettbewerbsfähigkeit beraubt. Heute stehen sie da mit Löhnen und Preisen, die sind im Himmel, weit über der Produktivität dieser Länder. Und sie müssen also importieren, weil sie einen hohen Lebensstandard haben. Aber sie sind so teuer, dass die Produkte, die sie selber anzubieten haben, nicht genug Abnehmer finden. Und dieses Defizit in der Leistungsbilanz wurde bis 2007, 2008, dem Ausbruch der Finanzkrise, finanziert von den Kapitalmärkten. Und dann wollten die das plötzlich nicht mehr finanzieren. Und das ist dann die europäische Krise. Und dann hat man sich geholfen durch alle möglichen öffentlichen Programme. Insbesondere hat die Europäische Zentralbank den Südländern es erlaubt, die Druckerpresse, die sie ja nun alle im Keller haben, im Übermaß zu betätigen, um damit ihre Rechnungen, die Importrechnungen zu bezahlen und auch die Kapitalflucht, die eingesetzt hatte, zu kompensieren. Sie haben also ihre Schulden praktisch mit der Druckerpresse getilgt und haben die deutschen Autos weitergekauft. Das ist das, was etwa ab 2008 lief. Wir haben auf diese Weise Griechenland und Portugal praktisch total finanziert. Die waren ja total abgeklemmt von den Kapitalmärkten. Und dann musste die EZB aber sehen, dass ihre Bilanzen immer mehr in Unordnung kamen durch diese riesigen Kreditvolumina, die sie zur Verfügung gestellt hatte, und drängte dann die Politik, den Stab zu übernehmen und dann offene Rettungsprogramme zu machen, was im Mai des Jahres 2010 geschah und was noch nicht zu Ende ist. Da kommt ja ein Programm nach dem anderen. Herr Sinn, bevor wir auf Perspektiven eingehen, die es hoffentlich gibt für die Lösungen, Sie müssen doch als Volkswirtschaftler ärgerlich darüber sein, dass, wenn Sie sagen, wir haben gewarnt vor dem, was da gekommen ist in den letzten Jahren, dann doch immer die Politik gesagt hat, nein, nein, wir bestimmen das. In den USA, Sie haben es gerade beschrieben, war es der Wunsch, sagen wir mal, eine soziale Unterstützung für die nicht so gut Ausgestatteten zu leisten. Jeder sollte ein Haus haben, man hat Kredite ohne Gegenleistungen bekommen. Aber auch in Europa war es so, dass man gesagt hat, man möchte eine Europäische Union. Man möchte einen Euro, aber man hat die Instanzen dafür nicht geschaffen. Ärgert Sie das auch persönlich, dass Sie immer der Politik so ein bisschen hinterherlaufen müssen und sagen, wir haben es Ihnen doch gesagt, dass das daneben geht? Naja, also ich kann jetzt nicht hier hohe Ansprüche stellen. Also ich habe, wie gesagt, damals nicht zu den Warnern gehört. Ich fand den Aber die Politik hat immer die Ziele vorgegeben. Ich habe damals geglaubt, wir haben den Maastrichter Vertrag. Da steht jetzt drin, nach welchen Regeln der Euro zu funktionieren hat. Und dann wird das auch funktionieren. Aber das war ja nicht der Fall. Der Vertrag wurde ja überhaupt nicht eingehalten. Also Frau Lagarde, die französische Finanzministerin, hat gesagt, nach dem Mai 2010, ja, wir wussten, wir brechen den Maastrichter Vertrag, aber es ging nicht anders. Wir mussten Europa retten. Also da habe ich auch schon andere Meinungen gehört. Der Verfassungsrechtler Murswig aus Freiburg zum Beispiel sagt dazu, dass ja schon absurd sei, das Einreißen des Stützpfeilers des Maastrichter Vertrages als Rettung Europas zu bezeichnen. Also das, was da politisch passiert ist inzwischen, das konnten wir uns damals alle nicht vorstellen. Ich jedenfalls nicht. Ältere Kollegen konnten sich das vorstellen und haben gewarnt. Das muss man deutlich sagen. Und was ist die Lehre daraus? Man darf eben kein System bauen, das hier nur auf politische Versprechungen setzt und Verträge, die nicht eingehalten werden, sondern man muss im Zweifel auch das Geld knapp halten. Man kann nicht sagen, hier ist Geld, wir geben die goldene Kreditkarte, die zeigen wir mal allen und wir sagen aber gleichzeitig dazu, ihr dürft die nicht nehmen. Das ist bislang die Rettungspolitik in Europa mit dem Fiskalpakt. Die wird nicht funktionieren. Alles Geld, was wir da hinlegen, wird genommen werden. Es gibt ja, wenn ich es mal noch so sagen darf, zwei rivalisierende Theorien, was jetzt überhaupt passiert in Europa. Das eine ist die Geld-im-Schaufenster-Theorie und das andere ist die Fass-ohne-Boden-Theorie. Nach der Geld-im-Schaufenster-Theorie haben wir gar keine wirklichen Probleme, nur die Kapitalmärkte spinnen und ziehen sich unnötigerweise aus diesen Ländern zurück, verlangen viel zu hohe Zinsen. Das macht Liquiditätsprobleme. Jetzt brauchen wir nur große Rettungsschirme beziehungsweise ein Schaufenster, wo wir das Geld reinlegen. Und dann sind die schon beruhigt. Das Geld wird nie genommen.
Ja, das ist die eine Theorie. Und dann sind die Zinsen niedrig und dann kommen die Südländer alle wieder in ein sauberes Fahrwasser, ein gutes Fahrwasser. Die andere Theorie ist, das stimmt gar nicht. Diese Länder sind überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig und haben riesige Leistungsbilanzdefizite. Alles Geld, was man da hinlegt, wird auch genommen werden. Und ich glaube, die zweite stimmt. Und zwar ganz einfach deswegen, weil man ja nachweisen kann, dass die Preise im Süden durch die inflationäre Überhitzung zu hoch sind. Also von 1995, dem Beginn der Zinskonvergenz, bis 2008 haben die heutigen Krisenländer, die fünf Länder, also Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, ihr Preisniveau relativ zu den Wettbewerbern im Euroraum um 30% erhöht. Die sind also 30% schneller mit den Preisen hochgegangen in dieser Zeitspanne von 13 Jahren. Und Deutschland hat die Preise auch ein bisschen erhöht, aber langsamer als die anderen. Wir haben also relativ die Preise um 22% gesenkt. Und das erklärt, weshalb Deutschland heute so gut dasteht und die anderen Länder die Schwierigkeiten haben. Wir müssen diese Preisstrukturen ändern. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Der Ökonom spricht hier von einem Realignment. Das ist ein englisches Wort. Das braucht man bei Wechselkursanpassungen. Wenn die Wechselkurse falsch sind, muss man sie mal wieder neu anpassen. Wir haben aber keine Wechselkurse im Euro, müssen jetzt das Gleiche also durch die Änderung der Preise bewirken. Nur in Griechenland und Portugal müssten wir nach Studien von Goldman Sachs und auch nach unseren eigenen Studien im IFO-Institut um 30-40% runter bei den Preisen. Wie sollen Sie das denn machen? Man müsste die Preise senken, um wettbewerbsfähig zu werden. Man kann es aber nicht, weil die Gewerkschaften also einen massiven Widerstand organisieren werden und weil ja auch die Firmen der Realwirtschaft in Schwierigkeiten kommen. So eine normale Firma hat Vermögenswerte, das Grundstück, das Gebäude, die Maschinen. Auf der anderen Seite hat man Bankschulden und wenn jetzt alle Preise fallen um ein Drittel, ja, dann fallen ja die Schulden nicht gleichzeitig mit, sondern die Quote Schulden geteilt durch die Aktiva, die man da hat, geht um die Hälfte hoch und viele Firmen würden in den Konkurs getrieben. Wir haben ja in Deutschland leidvolle Erfahrungen mit solchen Abwertungen. In der Weimarer Republik mussten wir ja Reparationsleistungen erbringen und es wurde uns dann gestattet, die in Reichsmark zu geben statt in Gold. Aber der Kurs zwischen Gold und Reichsmark, der war fixiert. Gleichzeitig hatten die Länder um uns herum ihre eigene Währung abgewertet im Verhältnis zum Gold. Das heißt, Deutschland wurde immer teurer und verlor seine Wettbewerbsfähigkeit. Wir mussten dann im Inneren das kompensieren durch Preissenkungen. Das waren dann die Brüningschen Notverordnungen, wo die Löhne der Staatsbediensteten gesenkt wurden, wo der Staat seine Ausgaben reduziert hat. Es war eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland entstanden und von 29 bis 33 sind die Preise in Deutschland damals mit brachialer Gewalt runtergedrückt worden um 23% und die Löhne um 30%. Das war das Rezept für den Bürgerkrieg. Der fand dann zwar nicht statt, aber es wurde auf den deutschen Straßen doch schon geschossen. Und was 33 dann kam, war ja schlimmer als ein Bürgerkrieg. Mit anderen Worten, die Südländer stecken heute zum Teil in einer Falle, aus der sie überhaupt nicht mehr rauskommen im Euro. Es gibt für meine Begriffe nicht die geringste Möglichkeit, dass Griechenland und Portugal im Euroraum wettbewerbsfähig werden, weil diese Preissenkung um ein Drittel sie nicht hinkriegen. Nun könnte man sagen, Deutschland kann ja schnell genug weginflationieren. Das hilft auch. Es kommt ja immer nur auf die Relationen an. Aber das wollen wir ja nun auch nicht. Wir wollen ja nicht bloß, damit Griechenland und Portugal wettbewerbsfähig werden, hier eine riesige Inflation akzeptieren in Deutschland. Und das ist die Zwickmühle, die Falle, in der wir jetzt alle hier geraten sind und aus der für manche Länder kein Entrinnen mehr möglich ist. Konsequenz, man muss raus. Wir brauchen also eine Neuorientierung der Eurozone. Wir müssen akzeptieren, dass die Länder an den Rändern des Euroraums, die überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind und das auch nicht werden können in absehbarer Zeit, dass die temporär sagen wir mal, den Euro verlassen. Nicht wirklich hart raus. Sie können ja rechtlich Mitglied des Eurosystems bleiben. Aber ich stelle mir so etwas vor wie eine Umbewertungsphase, so eine Art Reha-Klinik für Länder, wo sie dann temporär austreten, zu einer anderen Währung zurückkehren, diese Währung abwerten, dann auch ihre Reformen machen und dann mit einer Perspektive auch wieder rein können. Ich glaube, dass die Möglichkeit, dann wieder reinzukommen, wenn man bestimmte Auflagen erfüllt,
ein unheimlich großer Anreiz sein wird für diese Länder, die nötigen Reformen auch wirklich zu machen. Aber nehmen wir mal das Beispiel Griechenland. Neue Regierung, neue Hoffnung auch der Bevölkerung, dass man eine Lösung findet. Sie sagen, im Grunde ist das nicht möglich. Man kann nicht eine solche Volkswirtschaft in diesem Zustand an die anderen Länder so schnell angleichen. Was hat das denn für Folgen für Deutschland? Wir haben vom Euro enorm profitiert. Die Exporte sind um 42% gestiegen. So haben Volkswirte nachgerechnet in den letzten 12 Jahren, also seit 2000. Diese Länder oder die anderen Länder haben auch großteils davon profitiert. Wenn wir jetzt einzelne Länder wie Griechenland oder Portugal haben, die aus dem Euro rausgehen, was hat das denn für Deutschland für Folgen? Also die Länder zahlen ja ihre Schulden nicht zurück. Wir haben unsere Lebensversicherungspolicen, wir haben unsere Sparbücher, das steckt zum Teil in diesen Ländern drin, aber das zahlen sie natürlich so und so nicht zurück. Und wenn sie drin bleiben, dann brauchen sie jedes Jahr neue Kredite. Das heißt, der Verlust, der dann für Deutschland entsteht und andere Gläubigerländer, wird jedes Jahr größer. Aber lassen Sie mich noch eines sagen zu der These, Deutschland sei nun der große Profiteur des Euro. Diese These ist falsch. Ich will Ihnen das belegen. 1995, als die Zinskonvergenz begann, hatte Deutschland beim Bruttoinlandsprodukt je Kopf den dritten Platz unter den europäischen Ländern. Und wir sind bis zur Lehman-Krise auf den, glaube ich, 11. oder 10. Platz runtergefallen. Deutschland hatte lange Jahre, nachdem der Euro eingeführt war, das niedrigste Wirtschaftswachstum in ganz Europa. Ich kann die Grenze beim Ural ziehen. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion um die rote Laterne, wo dann ein Abgeordneter im Bundestag damit demonstrieren wollte, dass Deutschland zum Schlusslicht geworden war. Wir hatten eine Massenarbeitslosigkeit, die gar nicht mehr beherrschbar war. Wir hatten die niedrigste Nettoinvestitionsquote aller OECD-Länder. In Deutschland war Flaute. Und um diese Flaute zu bekämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, sah sich die Regierung Schröder seinerzeit gezwungen, schmerzliche Sozialreformen in Deutschland zu machen. Die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft. Der Sozialstaat wurde zurückgenommen. Die Leute wurden quasi gezwungen, zu niedrigeren Löhnen zu arbeiten. Das hat man Schröder ja verübelt und er hat sein Regierungsamt auf die Weise verloren. Aber es war doch kein Zuckerschlecken. Deutschland ging in dieser Phase durch das, was die Ökonomen eine reale Abwertung nennen, durch die Flaute, durch die Massenarbeitslosigkeit stiegen die Löhne und die Preise kaum noch. Und das half dann im Laufe der Zeit allmählich, weil die anderen ja fleißig inflationierten, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Zu sagen, das sei eine Phase gewesen, wo Deutschland profitiert habe vom Euro, stellt die Wahrheit total auf den Kopf. Ich halte diese Aussage für absurd geradezu. Aber die Exporte sind doch gestiegen. Es sind doch 42% mehr Exporte. Also Deutschland hat doch profitiert. Ja, das hat es. Beim Export, aber nur dort. Und das war nur eine Gegenreaktion. Sie müssen bedenken, wenn ein Land in die Flaute kommt, weil ihm das Kapital wegläuft und binnenwirtschaftlich die Nachfrage fehlt, dann wird es billiger und dann kann der Export einen gewissen Ersatz bieten. Umgekehrt, das Land, wo das Kapital hinläuft, das war in diesem Fall die südliche Peripherie Europas, das kommt in einen Boom rein. Und das wird immer teurer durch die Inflation. Das verliert seine Wettbewerbsfähigkeit. Also das sind gewisse Korrekturmechanismen, ja, aber man darf nicht das so interpretieren, als sei das per Saldo ein Gewinn gewesen. Ob jetzt die Summe aus Export und Binnensektor von dieser Entwicklung profitiert hat, sieht man ja am Sozialprodukt. Und dann hätte ja dieses Sozialprodukt stärker wachsen müssen als anderswo. Das tat es aber nun gerade nicht, sondern wir waren Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum für viele Jahre und sind selbst, wenn man die gesamte Zeitspanne von 1995, als der Euro dann wirklich angekündigt wurde, bis jetzt nimmt, immer noch Nummer 2 beim Wirtschaftswachstum in Europa. Natürlich muss ich dazu sagen, es hat sich seit der Krise alles umgedreht. Seit der Krise sind wir plötzlich schneller am Wachsen als die anderen, aber es dauert eine ganze Zeit, bis wir das Zurückbleiben in den vielen Jahren davor kompensieren können, nicht? Und warum wachsen wir schneller? Wir wachsen schneller, weil die Kapitalanleger sich heute nicht mehr raustrauen. Also unsere Banken und Versicherungen wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Sollen sie das noch in spanische Staatspapiere investieren oder gar in amerikanische strukturierte Wertpapiere mit einem AAA-Rating? Das macht keiner mehr. Man weiß nicht, wohin. Und aus diesem Anlagenotstand heraus bietet man das Geld den deutschen Häuslebauern an. Die Bauzinsen sind heute auf einem historischen Tiefstand. Es wird gebaut. Wir haben einen Bauboom. Und das schafft viel
Beschäftigung und Nachfrage im Inneren des Landes. Dieser Investitionsboom, auch die Ausrüstungen steigen, der hat das Wachstum in den letzten 2 Jahren insbesondere getragen. Das war der Treiber Nummer 1. Und der Export und der Außenhandel an sich kam erst danach. Also wir haben jetzt eine Entwicklung, die ist spiegelbildlich zu dem, was wir vorher hatten. Wir waren eigentlich der große Verlierer des Euro bis zur Finanzkrise. Jetzt sind wir auf der Gewinnerseite. Aber jetzt will man uns die Gewinne natürlich auch wegnehmen, indem man sagt, jetzt müsst ihr für die Schulden, die im Süden entstanden sind, ja auch gerade stehen. Das, finde ich, ist alles ein bisschen unfair, weil in der meisten Zeit haben wir nun schon profitiert. Die Massenarbeitslosigkeit, die wir hatten unter dem Euro, war kein Gewinn. Und jetzt sagt man uns, ihr wart doch die Gewinner, weil wir Exportüberschüsse hatten. Das ist absurd, weil ein Exportüberschuss auch definitorisch schon ein Kapitalabfluss ist. Das ist so wie die linke und die rechte Seite einer Bilanz, da stehen dieselben Zahlen. Also wenn ein Land Kapital verliert, dann hat es einen Exportüberschuss. Es ist nämlich dann in der Flaute und die Importe bleiben zurück. Ist denn Deutschland zu Unrecht der Buhmann in Europa? Christine Lagarde hat, als sie Finanzministerin war, gerade über die Exporte der Deutschen geschimpft und hat gesagt, die machen uns im Grunde genommen die französische Wirtschaft kaputt mit ihren Exportüberschüssen. Ist Deutschland der Buhmann zu Recht oder ist das ungerecht? Frau Lagarde ist keine Ökonomin, sie ist Juristin. Und ich glaube, sie weiß gar nicht, dass Exportüberschüsse Kapitalabflüsse sind. Sie versteht überhaupt nicht, was passiert ist, als der Euro eingeführt wurde. Als er eingeführt wurde, kam Deutschland in die Flaute. Niedriges Wachstum, die Importe blieben zurück, weil die Einkommen nicht mehr wuchsen. Und gleichzeitig wurde man billiger und die Exporte konnten zulegen. Aber das Zulegen der Exporte war ja nur eine Teilkompensation für das Wegbrechen der Investitionsgüternachfrage in Deutschland. Wir wurden zum Schlusslicht bei der OECD bei der Investitionsquote. Es wurde in Deutschland nicht mehr investiert. 2/3 der deutschen Ersparnisse sind in den letzten 10 Jahren im Ausland investiert worden, statt zu Hause. Das Geld floss in den Süden und wurde dort für alles Mögliche Sinnvolle und Unsinnige verwendet, statt in Deutschland in die Infrastruktur oder in den Aufbau neuer Fabriken und Arbeitsplätze gesteckt zu werden. Und dieser Prozess des Abflusses des Kapitals, der Flautebildung, erzeugt automatisch den Überschuss in der Leistungsbilanz, den Frau Lagarde beklagt. Also sie versteht überhaupt nicht, was hier vorgeht. Und ich befürchte, viele Leute, die das kommentieren, haben diesen Zusammenhang zwischen Kapitalbewegung und Leistungsbilanzüberschuss auch nicht verstanden. Das sind definitorisch dieselben Dinge. Es sind praktisch nur semantische Unterschiede. Es ist derselbe Vorgang. Und ist sie jetzt Chefin des Internationalen Währungsfonds, was Sie möglicherweise, so wie Sie sie beschreiben, auch nicht für so besonders gut halten? Wir haben einen riesigen Rettungsschirm, diesen ESM. Wir haben eine Überlegung, die Banken insgesamt zusammenzuführen bzw. eine stärkere Bankenkontrolle auszuüben. Sind das Maßnahmen, die uns jetzt einen Schritt aus der Krise rausführen? Diese Maßnahmen vertagen das Problem nur, weil sie ja dazu führen, dass die Defizite der Länder, ob es nun die Staatsdefizite oder auch die des Außenhandelsdefizite sind, weiter noch finanziert werden. Und in dem Moment, wo wir aufhören, das zu finanzieren, tritt die Krise genau wieder so auf, wie sie war. Wir können also die Krise auf diese Weise nur lösen, indem wir alles hergeben, was wir haben. Und ich übertreibe hier nicht. Also viele Leute machen sich ja gar nicht klar, um welche Summen es geht. Wir haben knapp 3.500 Billionen Staatsschulden in den 5 Krisenländern. Wir haben 9 Billionen, also 9.000 Milliarden Bankschulden in diesen Krisen. Die noch viel höher sind als die Staatsschulden. Viel höher. Viele Leute sagen, ja, so eine kleine Bankenunion machen wir jetzt leicht noch nebenher. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Sie übersehen, dass die Bankschulden 3-mal so groß sind wie die Staatsschulden. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Wir reden hier über 12,5 Billionen, 12.500 Milliarden Euro an Staats- und Bankschulden in den Krisenländern. Die Vorstellung, wir könnten das Problem durch eine Sozialisierung dieser Schulden lösen, indem der deutsche Steuerzahler und die Steuerzahler der anderen noch soliden Länder das übernehmen, ist geradezu abwegig. Die einzige Möglichkeit, mit diesem Problem fertig zu werden, ist, dass man die Gläubiger bittet, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Es sind ja riesige Abschreibungsverluste auf die Immobilien in Spanien, beim Staat in Griechenland, der nicht zurückzahlen kann.
So, und diese Abschreibungsverluste kann doch nicht irgendwer tragen, sondern es muss der tragen, der dafür verantwortlich ist, diese Investitionsentscheidung zu machen. Das sind bei den Banken nun erst einmal die Banken, die Bankeigentümer. Aber die Banken haben ja nur wenig Eigenkapital. Wenn das nicht reicht, müssen die Gläubiger der Banken dran. Also ich glaube, man sollte sogenannte Debt-Equity-Swaps machen. Das heißt, man sollte die Gläubiger zu einem Forderungsverzicht bitten und sollte ihnen die Aktien der bisherigen Aktionäre geben. Die verlieren dann ihr Vermögen. Das ist ihre Aufgabe. Das kann auch der normale Aktionär sein. Ja, das kann der normale Aktionär sein, aber er muss es tragen. Das ist ja die Aufgabe eines Aktionärs, das Risiko zu übernehmen. Wenn was schief geht, dann verliert er halt sein Investment. Soll denn der Steuerzahler, der Sparer, der damit gar nichts zu tun hat, der ganz woanders investiert ist, diese Lasten übernehmen? Das kann doch wohl nicht sein. Die Summen sind so riesig, dass nur diejenigen, die investiert haben, diese Verluste auch tragen können. Ich darf es mal am spanischen Bankensystem verdeutlichen. Wenn wir mal sagen würden, dass das gesamte Eigenkapital der spanischen Banken verloren ginge, das wären 7% der Bilanzsumme, dann würde man mit einem Forderungsverzicht bei den Gläubigern der Banken in Höhe von 7,5% hinkommen. Das ist doch nicht so viel. Also wenn wir das mal vergleichen mit den Abschlägen, die bei Griechenland jetzt gewesen sind, in Höhe von 80%, kann man doch nicht sagen, da bricht die Welt zusammen. Aber die Summen, um die es hier geht, sind gleichwohl groß für die Staatengemeinschaft. Die müssen ja andere Vermögensbesitzer dann bei sich zu Hause finden oder die Rentenbezieher oder die Transferleistungsbezieher, die Hartz-IV-Empfänger, um ihnen das Geld abzunehmen. Ist überhaupt nicht einzusehen, dass die zur Kasse gebeten werden, statt der reichen Leute, die hier investieren. Aber das kann man jetzt mal von den Banken abgesehen, bei den Staatsfinanzen doch dadurch machen, dass tatsächlich die Notenbanken im Keller die Pressen anlaufen lassen und über eine Inflation langsam die Staatsfinanzen ein bisschen ausgleichen. Wird das denn passieren? Oder passiert das schon? Es passiert noch nicht. Also eine Inflation wird noch nicht gemacht. Aber man muss natürlich befürchten, dass wenn die Südländer überhaupt nicht mehr zurechtkommen, dass sie dann also ihre Macht im EZB-Rat nutzen. Immerhin haben sie mit Frankreich an der Spitze 70% der Stimmen, um eine Inflationspolitik zu bewirken. Und das ist dann scheinbar eine Lösung, aber noch nicht wirklich, weil die Sparer ihr Geld verlieren werden, damit eben andere Investoren aus der ganzen Welt ihr Geld wieder zurückkriegen. Man muss ganz klar sehen, es ist hier ein harter Machtpoker in dieser Situation vorhanden. Die Wall Street, die City of London, die französischen Banken, auch unsere deutschen Banken, die wollen natürlich, dass jemand anderes die Rechnung übernimmt. Sie haben diese toxischen Papiere der südlichen Länder. Sie wissen, das Geld kommt nicht zurück. Jetzt wollen sie es von jemand anderem zurückgezahlt kriegen. Jemand anderen suchen sie, der diese Papiere ihnen abkauft, damit sie sich daraus ziehen können. Das ist nicht in Ordnung und das führt auch zu Fehlanreizen für die Zukunft, weil sie müssen sich doch vorsehen. Jeder Investor muss selber aufpassen, wo er das Geld hinlegt. Wenn er auf den Schutz der Staatengemeinschaft vertrauen kann, wird er das in Zukunft nicht mehr machen. Aber dann wird er auch das Vertrauen in die Politik verloren haben, dass sie diese Regelungen umsetzt, die sie gerade fordern. Denn offenbar sind ja die Finanzmärkte, wie man das immer so schön zusammenfassend sagt, City of London oder Wall Street, stärker in ihrem Lobbying, als dass jeder normale Sparer ist. Ja, natürlich. Es gibt ein Gesetz der Ökonomie, das wir auch unterrichten in unseren Vorlesungen, das von dem Ökonomen Mansour Olson formuliert wurde. Die kleine Gruppe ist bei einem Streit mit einer großen Gruppe immer politisch schlagkräftiger. Warum? Weil der Streitwert pro Kopf größer ist. Die können sich stärker leichter zu einer Lobby zusammenfinden, die eine politische Schlagkraft entwickelt. Und das ist das Gesetz der Politik in den Demokratien, das absurderweise, muss man schon sagen, kleine Gruppen Vorteile zulasten einer diffusen großen Mehrheit für sich herausholen können. Das ist eine Umkehrung des Demokratieprinzips, was wir hier beobachten. Aber laufen wir da nicht Gefahr? Wir haben zu Beginn gesprochen über das Verhältnis zwischen Politik und Ökonomie. Und Sie haben dargestellt, dass die Politik Ziele gesetzt hat, Dinge auch umgesetzt hat, bei denen die Ökonomen gesagt haben, Beispiel Euro oder auch Beispiel der Förderung von Wohneigentum in den USA, wo die Ökonomen gesagt haben, das ist der falsche Weg. Die Politik hat nicht darauf gehört. Haben wir jetzt im Augenblick eine
gefährliche Situation, weil die Bevölkerung merkt ja, dass die Politik etwas Falsches vorgegeben hat. Ja, ich glaube schon. Führt das zu Unruhe? Ich glaube, das ist sehr gefährlich, was wir machen. Es ist nur eine temporäre Stabilisierung. Man kann der nächsten Wahl vielleicht mit etwas mehr Gelassenheit entgegensehen. Aber die Dinge brechen ja wieder auf. Ich glaube, wenn wir eine Politik fahren, wo wir Deutschen unsere Kinder zu Eigentümern der Staatsschuldentitel und auch der privaten Schuldentitel der Südländer machen und von ihnen verlangen, dass sie denn praktisch in 10, 20 Jahren in den Süden gehen, um das Geld zurückzuholen, dann schaffen wir viel Unfrieden in Europa. Ich darf mal auf die amerikanische Situation verweisen. Als die Amerikaner den Krieg gegen die Engländer gewonnen hatten, hatte der Finanzminister Hamilton 1792 die Kriegsschulden sozialisiert. Die wurden dann also gleichmäßig umgelegt auf alle Staaten Amerikas. Das machte irgendeinen Sinn, weil man ja nicht wusste, wo die Front gewesen war. Man kämpfte ja für das Gleiche. Aber das Problem war, die Staaten glaubten dann, das ginge so weiter. Auch in Zukunft würden die Schulden umgelegt auf alle Staaten. Und die Folge war, dass jeder sich sehr stark verschuldet hat. Und es entstanden daraus riesige Spannungen zwischen den amerikanischen Staaten. Diese Spannungen entluden sich dann in den 1830er und 40er Jahren in 8 Staatskonkursen. Und dann war erst klar, es wird also nicht geholfen. Es war aber jedenfalls nichts, was der Befriedung des Landes diente, sondern ganz im Gegenteil. Der amerikanische Historiker Harold James hat gesagt, die Schuldensozialisierung sollte ein Zement sein für den jungen amerikanischen Staat. Und es erwies sich als Sprengstoff. Und auf dem Sprengstoff sitzen wir nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Die Staatsschulden der USA sind viel höher als die europäischen. Man schaut jetzt sehr stark auf den Euro, aber im Grunde genommen geht es auch um die Stabilität des Dollar. Wo stehen wir denn in 5 Jahren? Also wir haben jetzt 5 Jahre Krise, wenn man das so sagen kann, Finanzkrise. Jetzt möchte ich Sie gerne mal als Prophet für die nächsten Jahre bitten zu sagen, wo stehen wir denn in den nächsten 5 Jahren? Kommen wir da aus der Krise raus oder sind wir in 5 Jahren in einer noch unstabileren Situation als jetzt? Ja, wenn wir jetzt den Kurs fahren, den die europäischen Länder hier vorhaben, dann wird es noch unstabiler sein als vorher. Aber der Vorteil für die Anleger ist, dass Deutschland 5 Jahre weiter gezahlt hat und dann wird der Euro zerbrechen. Also das kann ich mir als Szenarium vorstellen. Für mich ist das keine Stabilisierungsstrategie. Die einzige Möglichkeit, den Euro zu halten, sehe ich darin, an den Rändern die Länder, die da nicht hinpassen, temporär mindestens mal rauszunehmen und ihnen einen eigenen Wechselkurs zu geben. Dann kann der Rest der Länder, der homogener ist und wo die relativen Preise sich nicht so stark ändern müssen, um zum Gleichgewicht zu kommen, der kann beisammen bleiben. Den Rest kann man dann stabilisieren. Aber man kann den Euro nicht stabilisieren mit allen Ländern, die heute drin sind. Man kann das nur temporär mit sehr, sehr viel Geld. Solange Deutschland bereit ist, das Geld zur Verfügung zu stellen, wird man darauf drängen, dass der Prozess weitergeht. Aber irgendwann werden die Deutschen die Nase voll haben und werden sagen, das können wir ja nicht auf ewig machen, bis wir alles verloren haben, was wir haben. Die Summen, um die es geht, sind ja riesig. Wir haben also heute schon eine Gefährdungslage, wo Deutschland über 700 Milliarden Euro verlieren würde, wenn die 5 Krisenländer pleite gingen und nichts mehr zurückzahlen würden. Denn es gibt ja neben den offen bekannten Schulden auch noch diese Target-Schulden. Das sind also Kredite, die letztlich bei der Bundesbank gezogen wurden über das EZB-System. Davon wissen die Leute gar nichts. Das ist aber der Löwenbatzen. Wir haben also allein hier schon bei der Bundesbank Forderungen gegenüber dem EZB-System von 700 Milliarden Euro. Das ist zufällig dieselbe Zahl. Nun verlieren wir nicht alles, wenn da was schief geht, weil die anderen Länder da mittragen. Aber wir haben die Rettungsschirme auch noch. Und wenn man alles zusammen addiert, auf der Homepage des IFO-Instituts nachlesbar, dann verlieren wir die 700 Milliarden, falls der Euro überlebt. Und falls der Euro nicht überlebt, dann ist der Verlust sogar noch größer, denn dann haben wir eine Forderung gegen ein System, das es nicht mehr gibt. Und dann stehen wir da mit unserem kurzen Hemd. Dann wird man uns sagen, ja, aber das sind ja nur irgendwelche irrelevanten Salden. Bildet euch Deutschen mal nicht ein, dass ihr dafür was wiederkriegt. Professor Sinn, Sie sind ein Pragmatiker, ein sachlicher Wissenschaftler, der sich an Zahlen orientiert. Kann ich mir Sie auch vorstellen, wenn Sie eine solche Situation übersehen und eine solche Perspektive beschreiben, dass Sie unter der Dusche stehen, im Park gehen und richtig vor sich hin schimpfen, dass die Politik das nicht versteht? Nein, das habe ich mir abgewöhnt. Also ich
die Verzweiflung des Ökonomen, die ist also, definiert quasi seine Existenz, denn das ist ja immer so, dass er eine andere Vorstellung hat. Und es gibt zugegeben auch viele Ökonomen, die manches ein bisschen anders sehen. Aber in dieser Frage sind die meisten Ökonomen schon auch ungefähr der Meinung, wie ich das jetzt hier dargelegt habe. Und wir sind diesen Frust mit der Politik gewohnt. Die Politik redet vom Primat der Politik über die ökonomischen Gesetze und wir halten das für dummes Zeug. Wir glauben, das gibt es überhaupt nicht. Regierungen werden zerbrechen, weil sich die ökonomischen Gesetze letztlich durchsetzen. Professor Hans-Werner Sinn, danke für das sehr spannende und interessante, wenn auch etwas pessimistische Gespräch. Dankeschön. Gerne.